Und damit willkommen zu einer neuen Folge von L.A. Noir. Ja, wir sind jetzt in der Wohnung der Henrys und müssen jetzt ein paar Beweise finden. Oder irgendetwas finden. Wie zum Beispiel das hier. Was ist das? Ist das ein Schlüssel oder was soll das darstellen? Oder irgendein Werkzeug, keine Ahnung. Oh, hier was zu finden. Hier liegt wirklich viel Kram rum. Oh, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Räum mich später auf. Aus dem Weg. Alter Rusty, du. Also hier gibt es nichts. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Wunderbar. Eine Schallplatte. Ach ne, da war ich gerade schon dran. Da kommen wir nicht rein, warum auch immer. Da bin ich gerade hergekommen. Was haben wir hier? Das Schlafzimmer. Damenschmuck. Ein Schmuckkästchen. Mach auf. Empty. Tiffany. The rest of the stuff is junk. Might explain the missing ring. Das Foto. Liegerbrille. Regular Amelia Earhart every day. The ring looks distinct. Ein bisschen, ne? Also ein bisschen fällt der auf, der Ring. Also ganz, ganz ein dezenter, ne? Ein dezenter Ring, würde ich sagen. Nee, aber schön anzugucken. Haben wir hier auch noch was drin? Hey, aus dem Weg. Du wolltest mich einsperren, ich habe das gesehen. Hier ist auch was. Was ist das denn? Föhn. Wilde Dinger, ne? Okay, hier haben wir sonst nichts mehr. Weiter geht's, Rusty. Alter, Rusty, warum komme ich da nicht rein? Mann. So, was haben wir hier? Die Küche. Die Küche. If you, wenn du wieder nüchtern bist, findest du mich in Apartment 2, 1050 Huntley Drive. Jakob. Jakobs Adresse. Jacob are obviously having problems. It speaks to motive. Crime scene evidence still weighs against it being the husband, but Jacob could give us something to go on. Hey, da war was? One of my exes drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, Phelps. I'll get nasty when I'm thirsty. Komm nicht raus. Burglar used the pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. Sagen wir ehrlich, du kannst nicht klettern. Hm? Galloway, Homicide, Badge Number 564. Requesting technical services for a suspected 459. Uninteressant. Doch nicht. Damenschuh, die Größe, eine 9. Ist das wichtig? So, und dann müssten wir jetzt hier alles abgesucht haben, ne? Was sagte er mit den Nachbarinnen oder so? Soll ich noch kurz? Ah, nee, hier war ich. Ah, ja, da gibt's nichts. Und hier war ich noch nicht. Hier gibt es aber auch nichts. Wunderbar. Gut, sprechen wir mal mit der Nachbarin, wo auch immer die ist. Ich habe gerade aus dem Fenster niemanden gesehen. Hier ist doch niemand. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Beweisen oder so. Wer zählt denn jetzt hier als direkter Nachbar? Also mit dem ich spreche. Hier? Da, sie. Die ist gerade angekommen. Stehen bleiben, Ma'am. Verhaftet. Hallo, grüß Sie. I knew it wasn't safe. LAPD. Das geht, das geht. With Celine Henry, Miss Horgan. Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m.
She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh, my God. I'm afraid I need to go and sit down. Aber nicht ins Auto, ne? Eheprobleme, Hinweis. Gut, wir sind hier fertig. Wir können jetzt das andere, die andere Adresse, die wir da haben, überprüfen. Let's see what Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. So, ach so, sein Apartment ist das. Vom getrennt lebenden Ehemann Jakob. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. With my money, the broad keep the house looking like that, so probably deserved it. Skipper says bring him in and keep a hat. Huch. Ach, das ist wieder so ein Komplex, ne? Ah, jetzt weiß ich nur nicht die Adresse. War das 1050? War das sogar, glaube ich, ne? War sogar hier. Jacob Henry? Ja. Dann bleib ruhig. LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Der hat doch ein Alibi. Save the dramatics for RKO, pal. You got bigger problems. Obwohl, das stimmt auch nicht ganz, ne? Der ist ja nur nicht gekommen. You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry. Also, was könnten wir denn gebrauchen? Wir bräuchten seine Schuhe, weil wir einen Fußabdruck haben. Um zu überprüfen, stimmt der Abdruck, also die Größe schon mal. Dann hätten wir nämlich schon mal etwas, was wir gegen ihn verwenden können. Allerdings hat der eine Typ uns ja gerade im Bamba, oder wie auch immer der Club hieß, gesagt, dass der ein Alibi hätte. Obwohl das ein ziemlich schwaches ist, nur weil er nicht gekommen ist und sie abgeholt hat. Was haben wir denn hier? Ah, guck mal, cool. Aber wie mache ich das? Bewege den Bleistift mit L. Das ist ja cool. Thanks for... Jetzt kriege ich das Ding da nicht. Offer. I need you to do something about my wife, ne? Ja. The oldest problem there is, what to do about the old lady. Ist die Frage, ist das wirklich eine Drohnachricht oder ist es vielleicht doch einfach nur für einen Psychologen oder sowas? Ne? Weil die ja wohl ein starkes Alkoholproblem hatte. Schuhe. Wichtig. 11? Was war das für eine Größe? 45? Passen die? Sagt er nicht zu. Ein Hütchen? Also sieht aus, als hätte er gepackt, ne? Wohin will er? Oder ist er erst jetzt hier eingezogen? Da kann ich nichts mitmachen. Hier ist ein Baseballschläger. Aber der ist, guck mal, der ist komplett uninteressant. Jetzt doch nicht. Hä? Merkwürdig. Not much help. Ja, ich dachte vielleicht Tatwaffe, aber wird der es doch nicht gewesen sein. Nur mit der Notiz ist natürlich ein bisschen komisch. Ah, ich war hier noch nicht. Aber hier gibt es nicht das Telefon. Kann ich das nutzen? Nee. Alright, my friend. Now we are talking. Ich setz mich mal hier hin, ja? So. Lass uns sprechen. Bewegung des Opfers. Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. Das stimmt auf jeden Fall nicht. You know where she went, Jacob. You're lying. Why would I help you if you keep lying to me? Look, I'm telling you, I don't know. Da haben wir nämlich, wo haben wir das denn? Alibi. Weil der Typ hat ja mit ihm gesprochen.
the bartender there, he calls me if things are getting out of hand, and I go and I bring her home. He called me last night. I said no. Phone rang a couple more times after that. I ignored it. I'm gonna have to live with that. Er hat es ignoriert. Wann hat er dann zuletzt mit ihr gesprochen? Ich überlege gerade, was die Nachbarin irgendwas gesagt hatte. Warte mal, einmal Beweise durchgehen. Eheprobleme. Nach Streit mit Ehemann ein blaues Auge. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Ist die Frage, ob das jetzt so funktioniert. Ich probiere das mal aus. That's a lie, and you know it. You tailed her, watched her come out of a bar, and then beat her to death. Admit it, Henry. Why would I do that, Detective? Also was wir nämlich auf jeden Fall dann haben, ist nämlich die Eheprobleme, dass die Nachbarin das mitgekriegt hat, also zumindest mit dem blauen Auge. Mal gucken, ob es passt. My wife was a drunk. It was a sickness with her. War wohl falsch. Doesn't mean I didn't love her. Would you stop loving your wife if she was unwell? No, I wouldn't. Shit. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. Probier ich hier mal mit Lüge. Was haben wir denn noch? Jacob, I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back Ach, that up der with Zettel, der Zettel. Mouth? Natürlich, klar. Warte mal, pass mal auf. Wir wollen ja wissen, worum der Zettel sich dreht. Morddrohung, so. The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was trying to have her committed. Yeah. We're still going to need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're going to tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Zack. Nein, lass ihn doch. Ist doch alles... Oh, ich weiß nicht mehr, wie man kämpft, mein Freund. Oh, du bist doch ganz schön aggressiv. Ah. Ja, hast du gesehen? Zack, zack. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht mehr, wie man schlägt, mein Freund. Oh, oh, oi. Oh, der ist aggressiv unterwegs. Warte mal, ich weiß nicht mehr, wie man schlägt. Cole! Verdammt! Der Cole hat nicht geschlagen, ich kann nichts machen. Das gibt's nicht. Der schlägt nicht. Der hat mich in der Ecke. Ich bin am Arsch. Oh, ah. Hör doch mal auf mit so einer Kombi immer. Ich konnte nicht schlagen. Er hat einfach nicht zugehauen. Der Cole wurde gerade sentimental. We're still gonna need you to come. Jetzt habe ich dich. Aha. Es geht. So, jetzt wird's. Och, das war's schon? Call it in and get a squad car dispatched. Check for messages. I'll keep old slug. Der hat einfach gerade nichts gemacht. Oh Mann, auf der Hut habe ich gekriegt. Ja, schön. Na, hast du gedacht, ne, dass du mich hier umhauen kannst, ne? Einmal kriegst du das hin. Zweimal nicht. Ah. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247.
detective. I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, detective. You have a message from the coroner. Oh, okay. Do you wish to be put through? Bitte. Yes, ma'am. Carruthers. It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt... No, the blows to the head, surprisingly, were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2BOY8899? Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Alonzo Mendez. One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Das wird ja jetzt gar keinen Sinn machen, den jetzt nochmal zu verhören, ohne dass wir irgendwie neue Beweise oder sowas haben. Das ist, den Wagen will ich haben. Aber ich glaube, wir haben auch gar keine andere Möglichkeit, oder? Kann das sein? Ne, ach nee, gar nicht wahr. Wir haben ja jetzt die Mendes-Apartment. Genau, ja. Meine Güte. Ich bin heute nicht ganz da. Irgendwie nur so halb. Weil da können wir nämlich ja auch gucken. Eben kurz eine Pause. Beende einen Nahkampf, ohne deinen Hut zu verlieren. Ah, cool. 16, natürlich. Natürlich. Das Letzte. Ja. Achso, ich muss selber jetzt wieder raus. Okay, wunderbar, machen wir. Haben wir einen Aufzug? Bitte haben wir einen Aufzug. Verdammt, wir haben keinen Aufzug. Okay, Rusty. Ah, warte. Hier war was. Vierte Etage, ja, wissen wir aber. Na, Rusty, alles gut? Komm. Zwei und eins. Ach, wir sind schon da. So, die Nummer 16. Hier, guck mal ganz. Ja, hab ich. Alles unter Kontrolle, mein Freund. Alles unter Kontrolle. Was ist das? Ein Hochzeitsfoto? Außer, Rusty, ich hau dich auch um. Oh. Nee, du brauchst mir nicht weiterhelfen. Hier gibt's doch gar nichts. Da ist was. Golden Nanny oder was? Down. Ja. Uninteressant, wunderbar. Hier ist was. Ja, was ist da drin? Mach auf, Tee. Ach, verdammt. Hm. Da ist was. Oh. Natürlich nicht. Da komme ich nicht rein. Eine Schusswaffe. Nee, es ist natürlich nichts, eine Schusswaffe. Na klar, man kennt's doch. Die Schuhe. Eine 8. Size 8 could help place Mendez at the scene. Wunderbar, tüte das ein, Rusty.
Ach ja, komm, da ist er easy peasy, oder? Da ist der Metallgegenstand. Hier ist der Lippenstift. Und hier ist die Tatwaffe. Tja, da haben wir alles doch. We have the murder weapon. We better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Donald will begin to like you. Hey, what gives? LAPD, you're under arrest. Do not lose that son of a bitch. I'll go get our wheels. Ob ich den kriege. Mendez, stop right there. Mendez, mal stehen bleiben bitte. Ach Cole, ehrlich jetzt. Ich hoffe, er ist darunter. Ja, ist er. Aber das kriege ich nicht, den kriege ich nicht. Das war cool. Ich fahr. Du schießt. Schieß. Oh, was ein Vogel, ey. Hit it. Clean this asshole off the road. Da hat er mich aber jetzt fast verarscht. Der Drecksack. I got an idea. Ja? Get him next to my window, Paul. Keep me alongside his vehicle and I'll stop the son of a bitch. Ach, doch, auf einmal schon. Schieß doch. Hit him, Cole. Treffen. So, wunderbar. I'll try to shoot out his tire. Anderen. Was war das denn? You're under arrest for the murder of Celine Henry. Der hat den kompletten Wagen von ihm zerlegt mit einem Schuss. Der ist komplett auseinandergebrochen. Was ist mit ihm denn los? I ain't saying a goddamn thing. Okay. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which your report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. Ihr verdammten ihr. Ganz lustige. 19 von 19, eine Frage falsch. Der Verdächtige ist gefasst. Auch wenn du Jacob in einer Zelle der Central Division hast schwitzen lassen. Ich wollte das doch gar nicht. Er hat doch meinen Kollegen geschlagen. Oder hätte ich ihn da entlassen können? Ist ja irrelevant, ob ich den entlasse oder nicht. Cole, alles gut, was machst du da? Der Golden Butterfly.
Auch wieder eine Frau. Ähnlich, ne? Wieder ähnlich. Auch ein Metallgegenstand, zack, auf dem Hinterkopf. Galloway. Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner, after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Let's go. Alles gut? Willst du mein Partner werden? Ne? Okay. Das ist ja mein stummer Freund hier. Gut, ich würde sagen, das war's mit der Folge und wir sehen uns bei der nächsten. Bis dahin.